Gestern hat meine Mutter uns im Garten eine Zecke rausgerupft. Die war so groß. Ich geht. Voll Blut. Ich geht. Was sind Zecken überhaupt? Zecken gehören zu den Milben. Die Zecke ist klein und extrem widerstandsfähig. Jahrelang könnte sie ohne Nahrung überleben, aber sie ist ein Schmarotzer und will Blut saugen. Weltweit existieren über 800 Arten. Sie krabbeln durch Wälder, Wiesen, durch Parks und sogar auf Spielplätze. Meine Freundin, die Anna, hatte auch schon mal eine Zecke am Bauchnabel. Ich habe gehört, die lagern auf Bäumen und lassen sich fallen, wenn jemand drunter vorbeigeht. Oder drunter sitzt. Irrtum. Die Zecke lauert auf Grashalmen, bis ihr Opfer vorbeistreift. Im richtigen Moment krallt sie sich mit ihren Widerhaken fest und krabbelt dann die Haut ab. Besonders feucht-warme Körperregionen ziehen sie an, zum Beispiel Achseln oder der Bauchnabel. Wenn sie die richtige Stelle gefunden hat, schneidet sie die Haut auf und sticht zu. Ah, mich juckt schon überall. Ach was, so ein Zeckenstich spürst du gar nicht. Völlig harmlos. Richtig und falsch. Wenn die Zecke zusticht und saugt, spürst du das zwar oft gar nicht, aber ein Zeckenstich kann richtig gefährlich werden. Wenn die Zecke zugestochen hat, spuckt sie eine Art Zement in die Wunde, damit sie gut verankert ist und möglichst lange saugen kann. Zeckenspucke kann ein echter Giftcocktail sein. Sie kann mit Viren und Bakterien verseucht sein und die können dann zum Beispiel zur Hirnhautentzündung führen oder sogar zur Atemlähmung. Also, Annas Mutter musste mit Anna zum Arzt gehen. Echt? Und so im Kater hat meine Mutter die Zecke einfach mit der Pinzette herausgezogen. Ja klar, das hat Annas Mutter bei Anna ja auch gemacht. Doch bei Anna kam da, wo die Zecke war, war dann plötzlich ein knallroter Fleck. Und der wurde immer größer. Das klingt aber nicht gut. Nicht jeder Zeckenstich ist gefährlich. Aber wenn du nach einem Stich rote Flecken oder Ringe bekommst, die größer werden, dann solltest du wirklich sofort zum Arzt gehen. Denn das könnte ein Zeichen sein, dass die Zecke dich angesteckt hat mit einem Bakterium. Es kann eine gefährliche Krankheit auslösen, die Borreliose. Und die kann zu Gelenk- oder Hirnhautentzündung führen. Oder die Krankheit FSME, die auch das Gehirn schädigen kann. Gegen die kann man sich allerdings impfen lassen. Hey, da ist ja Anna. Hi, wie geht's dir? Wie geht's dir, du mit deinem Zeckenstich? Alles wieder okay, aber so wie du mit der kurzen Hose laufe ich nicht noch mal im Gras rum. Und wenn, nur mit Zeckenspray. So wie das hier. Hey. Da hat die Anna absolut recht. Schütz dich, wenn du rausgehst, zum Beispiel durch Sprays gegen Zecken. Schau genau hin, ob nicht irgendwo an dir eine Zecke festsitzt, wenn du nach Hause kommst, und lass dich impfen. Damit aus den kleinen Plagegeistern keine gefährlichen Monster werden.